Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb gehen und die dazu passenden Präpositionen genauer an. Zuerst die Sätze. Wir gehen, Alex. Wir gehen, ihr, Hause. Wir gehen, Stadt. Wir gehen, einkaufen. Jetzt die Lösungsmöglichkeiten. A. In die. B. Zu. C. Zum. D. Nach. Setzen wir ein. Wir gehen zu Alex. Gehen zu steht mit Personen. Wir gehen zu ihr nach Hause. Zu steht wie im ersten Satz mit Personen, also zu ihr. Und dann sagen wir nach Hause. Ich gehe nach Hause. Kleine Wiederholung. Ich bin zu Hause. Ich gehe nach Hause. Ich komme von zu Hause. Wir gehen in die Stadt. Wohin? Wir gehen in die Stadt. Akkusativ. Feminin. In die Stadt. Wir gehen zum Einkaufen. Einkaufen ist hier ein Nomen, das Einkaufen. Wir gehen zum Einkaufen, Dativ. Und noch einmal die Wiederholung. Wir gehen zu Alex. Wir gehen zu ihr nach Hause. Wir gehen in die Stadt. Wir gehen zum Einkaufen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und es euch auch ein bisschen geholfen hat. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video beschäftigen wir uns mit den Fragen woher, wo und wohin. Zuerst die Sätze. Wo, kommen Sie? Schweiz. Wo, leben Sie? Schweiz. Wo, reisen Sie? Schweiz. Was? Sprechen Sie. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. In die. B. Nichts. C. Aus der. D. Nach. E. Her. F. In der. Und G. Hin. Setzen wir ein. Woher kommen Sie? Aus der Schweiz. Die Schweiz ist ein feminines Land, also brauchen wir einen Artikel. Einen femininen Artikel im Dativ ist das der aus der Schweiz. Wo leben Sie? In der Schweiz. In ist eine Wechselpräposition. Wenn man fragt wo, bekommt man die Antwort in der Schweiz. Feminin, Dativ, in der Schweiz. Wohin reisen Sie?
In die Schweiz. Wohin? Akkusativ, Feminin, in die Schweiz. Was sprechen Sie? Hier steht kein Artikel und keine Präposition. Jetzt eine kleine Wiederholung. Woher kommen Sie? Aus der Schweiz. Wo leben Sie? In der Schweiz. Wohin reisen Sie? In die Schweiz. Was sprechen Sie? Präpositionen. Woher? Aus Berlin. Wo? In Berlin. Wohin? Nach Berlin. Länder und Städte, das heißt Länder ohne Artikel und Städte, stehen im Allgemeinen mit den Präpositionen aus, in und nach. Kommt aber ein Artikel dazu, ändern sich die Präpositionen und Artikel. Und jetzt eine Wiederholung des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung. Bis dann, ciao! Hallo, im folgenden Video sehen wir uns das Verb arbeiten genauer an. Zuerst die Sätze. Ich arbeite einer Firma. Sie arbeitet Krankenschwester. Er arbeitet seinen Chef. Sie arbeiten Büro. Er arbeitet einem Projekt. Sie arbeiten ihm zusammen. Und die Lösungen? A. Im, B. Als, C. Für, D. Mit, E. An und F. Bei. Setzen wir ein. Ich arbeite bei einer Firma. Arbeiten bei plus Dativ. Sie arbeitet als Krankenschwester. Nach als folgt ein Beruf. Er arbeitet für seinen Chef. Für plus Akkusativ. Sie arbeiten im Büro. Wo arbeiten Sie? Im Büro plus Dativ. Er arbeitet an einem Projekt. Arbeiten an plus Dativ. An einem Projekt arbeiten. Sie arbeiten mit ihm zusammen. Zusammenarbeiten mit plus Dativ. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Ich arbeite bei einer Firma. Sie arbeitet als Krankenschwester. Er arbeitet für seinen Chef. Sie arbeiten im Büro. Er arbeitet an einem Projekt. Sie arbeiten mit ihm zusammen.
Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung. Bis dann, ciao. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video setzen wir die Pronomen im Dativ bzw. Akkusativ ein. Unten eine kleine Liste der Verben, die Akkusativ und Dativ verwenden. Natürlich ist diese Liste nicht vollständig. Sagen, erzählen, erklären, mitteilen. Geben, bringen, schicken, senden. Wir verwenden hier in der Übung die Verben schicken, sagen, mitteilen, erzählen und schenken. Setzen wir ein. Sie schickt es mir. Es Akkusativ, mir Dativ. Sie sagt es dir nicht. Es Akkusativ, dir Dativ. Sie teilt ihn mir mit. Ihn Akkusativ, mir Dativ. Sie erzählt ihm alles. Ihm Dativ. Sie schenkt ihm etwas. Ihm Dativ. Und noch einmal die Wiederholung. Sie schickt es mir, es Akkusativ, mir Dativ. Sie sagt es dir nicht, es Akkusativ, dir Dativ. Sie teilt ihn mir mit, ihn Akkusativ, mir Dativ. Sie erzählt ihm alles, ihm Dativ. Sie schenkt ihm etwas, ihm Dativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao, bis dann.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns den Konjunktiv 2 und seine Verwendungen an. Hier stehen einige Sätze mit wenn. Zuerst die Sätze. Wenn Sie keine Probleme, Sie ihn nicht, Wenn Sie schlau, Sie das schon früher, Wenn. In der Klammer seht ihr die Verben, die eingesetzt werden müssen. Wenn sie keine Probleme hätte, Konjunktiv 2 Gegenwart von haben hätte, hätte sie ihn nicht genervt. Hätte genervt, Konjunktiv 2 Vergangenheit. Nerven hätte genervt. Wenn sie schlau gewesen wäre, stammt von sein, gewesen wäre, Konjunktiv 2. Hätte sie das schon früher verstanden, wenn. Hätte verstanden, ist der Konjunktiv 2 von verstehen. Und jetzt noch einmal der ganze Text. Wenn sie keine Probleme hätte, hätte sie ihn nicht genervt. Wenn sie schlau gewesen wäre, hätte sie das schon früher verstanden. Wenn. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Setzen Sie ein. Hier haben wir die verschiedenen Möglichkeiten für die Fragewörter wer Nominativ, wen Akkusativ, wem Dativ und wessen Genitiv. Zuerst die Sätze. Hat das gesagt. Über spricht er immer. Von hast du das? An erinnert dich das? Für hast du dich entschieden? Mit möchtest du verreisen? Setzen wir ein. Wer hat das gesagt? Nominativ. Über wen spricht er immer? Wen? Akkusativ. Von wem hast du das? Wem Dativ. An wen erinnert dich das? Wen Akkusativ. Für wen hast du dich entschieden? Wen Akkusativ. Mit wem möchtest du verreisen? Wem Dativ. Und noch einmal alle Fragen. Wer hat das gesagt? Über wen spricht er immer? Von wem hast du das? An wen erinnert dich das? Für wen hast du dich entschieden? Mit wem möchtest du verreisen?
Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Und jetzt die Wiederholung. Ciao! Setzen Sie die Pronomen ein. Zuerst die Sätze. Er erinnert an. Er holt. Er übt mit. Er ändert für. Er hört an. Er hilft. Wir kennen nicht. In den Klammern wird angegeben, welches Pronomen eingesetzt werden soll. Beginnen wir also. Er erinnert sich an ihn, sich reflexiv, an ihn akkusativ. Er holt es mir, es akkusativ, mir dativ. Er holt es mir. Er übt es mit uns, es akkusativ, mit uns dativ. Er übt es mit uns. Er ändert es für uns. Es Akkusativ, für uns Akkusativ. Er ändert es für uns. Er hört es sich an. Es Akkusativ, sich Reflexivpronomen. Er hört es sich an. Er hilft ihnen. Ihnen Dativ. Er hilft ihnen. Wir kennen uns nicht. Uns wen? Wir kennen uns nicht. Akkusativ. Wir kennen uns nicht. Und jetzt noch einmal alle Sätze. Er erinnert sich an ihn. Er holt es mir. Er übt es mit uns. Er ändert es für uns. Er hört es sich an. Er hilft ihnen. Und wir kennen uns nicht. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Fragen und die Antworten darauf an. Zuerst die Fragen. Woher kommt er? Wo unterrichtet er? Wohin fliegt er? Worüber spricht sie? Wieso bist du hier? Wie geht es dir? Und, schreibt man das? Suchen wir die Antworten. Woher kommt er? Von hier. Wo unterrichtet er? Hier. Wohin fliegt er? Hierhin. Worüber spricht sie? Über ihn. Wieso bist du hier? Wieso nicht? Wie geht es dir? Gut und dir? Wie schreibt man das? So. Und jetzt noch einmal. Woher kommt er? Von hier. Wo unterrichtet er? Hier. Wohin fliegt er? Hierhin. Worüber spricht sie? Über ihn. Wieso bist du hier? Wieso nicht? Wie geht es dir? Gut, und dir? Wie schreibt man das? So. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal werden würdet. Und jetzt die Wiederholung.